Hallo, damit herzlich willkommen zurück zu dieser Folge. Wir haben die Geschichte ein bisschen anders formiert. Jetzt reisen zwei Pärchen auf ein Schiff. Also dann viel Glück, schaut diesen Film an. Jetzt schaltet nie den Fernseher aus. Es geht jetzt gleich los. Tschüss. Ach, was ich noch sagen wollte, es dreht sich nicht mehr um die Schule, sondern um das Schiff jetzt. Mit der Schule. Gestern ist es alles abgehackt. Jetzt dreht sich um ein Schiff. Für ganze Zeit. Danke. Eine Stunde später, da kam Claude mit Venus. Sie wollten einen. Sie wollten ein Schifffahrt machen. Los geht's. Wow. Das Schiff ist so riesig. Hammer, gell? Und sieh mal die Fenster. Das sind so viele Fenster. Da können ja ganz viele wohnen. Ja, stimmt. Schatz, können wir erstmal mal hingehen? Wir müssen jetzt mal Karte besorgen, für das Schiff zu leisten. Schatz, wie meinst du das jetzt gerade? Also, ich habe das Schiff schon gekauft. Ich brauche nur Karten, um zu fahren. Was? Nee, mein Scherz. Wir brauchen keine Karten. Komm mit. Das ist mein Schiff. Du hast das Schiff einfach so gekauft? Ja, für uns zwei, für ein paar Tage. Warum nicht länger? Ein paar Tage sind länger, sehr lange Zeit. Oh mein Gott, du bist ja der Traumtyp. Ja, komm mit. Und ich habe jemand engagiert, der uns so für uns sorgt. Wow. Na komm. Wir gehen rein. Warte. Dann fahren sie aufs Meer. Dann beginnt der Motor zu wackeln und das Schiff fährt. Dann fahren sie aufs Meer. Und dann schauten sich die beiden das Zimmer an, als sie hochkamen. Oh mein Gott. Das Zimmer ist ja wunderschön. Nee, ist nicht dein Ernst, du hast einen Pool uns versorgt? Oh mein Gott, wie geil. Oh, ein Bett. Oh, es ist nur ein Bett, da schlafen nur ein. Nee, da können zwei auch schlafen. Und wie gefällt's das Boot? Wow, ich bin echt überrascht. Danke. Wenn du mich suchst, ich bin im Bad. Ich mache mich erstmal fertig für den Pool. Und du kannst dich dann auch fertig machen, den Pool zu machen. Was hast du mit dem Pool, mit dem Vor? Lass dich überraschen. Wir sehen uns im Pool. Mach dich schon mal nackig. Ernsthaft? Will der jetzt mit mir im Pool Sex machen? Wie geht das denn? Das kann man doch nur im Bett machen. Eine Minute später. Oh, du siehst ja toll aus. Jetzt sag doch mal ernsthaft, du willst doch nicht im Schwimmbad, also im Pool, Liebe machen. Doch, eine Art. Aber warte, lass dich noch überraschen. Was machst du jetzt da? Lass dich überraschen. Ist nicht dein Ernst, du hast eine Disco-Kugel auch? Ja, ganz nur für uns zwei. Guck mal, was sie kann.
Oh, wow. Nur leider ist die Musik nur kurz, deswegen habe ich mein Handy dabei. Wenn du falls willst in Musik haben willst. Ja. Weißt du, du und ich, wir sind auch ein perfektes Powder. Ja. Ein paar Stunden später, da trafen auch Cleo und Jules ein. Sie haben auch gehört, dass Claude und Venus zusammen auf dem Schiff gegangen sind. Also wollten sie auch auf dem Schiff gehen. Wow, das Schiff ist wunderschön. Danke, mein Schatz. Natürlich. Als sie dann rauf erfahren, noch nichts, aber sie gehen jetzt rauf in ihren Zimmer, da wo Claude auch ist. Nur leider haben sie ein Problem. Sie stritten sich nämlich gegenseitig. Das ist keine gute Sache. Was war das? Ich weiß es nicht. Warte mal, ich gehe mal gucken. Au! Was machst du vor meiner Freundin in ihrem Bett? Juice? Bist du das? Was machst du denn hier? Das stelle ich mir auch bei dir Fragen. Wieso hast du mir ein MAS geschickt und ich soll auf ein Schiff kommen? Was? Das habe ich gar nicht gemacht. Doch. Da drunter steht dein Name. Ich war das nicht. Hä? Was machst du denn hier? Cleo, was machst du auch hier? Ich wollte auch mit. Ist nicht dein Ernst, oder? Warum bist du eigentlich nackig? Ja, warum bist du nackig? Ich war gerade mit meiner Freundin ein bisschen rumknutschen und rumzumachen. Wer ist noch bei dir? Das geht dir gar nichts an. Claude, lass es, ich komm raus. Nein, bleib drin. Claude, ist schon okay. Hi, Jules. Venus? Ich dachte, wir sind zusammen. Was? Ich dachte, du liebst mich. Okay, oh, Klappe. Sorry. Eine peinliche Situation. Ist aber nicht so schlimm, wenn du mit Jules schläfst. Ich kann's ruhig verstehen. Also, bist du nicht böse auf mich? Nö. Aber schon auf Claude. Auf sie ist sie nicht mehr böse. Aber auf Claude. Du hast mit meiner Freundin geschlafen. Was? Du meinst Venus? Ja, du hast... Oh, Leute, schreit euch nicht wegen mir. Ihr könnt doch alle mit mir schlafen. Yes. Oh ja, Baby. Ja, aber jetzt nicht. Erstmal Claude dran. Oh ja, Baby, komm her. Oh ja. Meine Fresse, ich wollte auch. Kommst gleich dran, okay? Oh, meine Güte. Wir sehen uns gleich wieder. Schatz, ich gehe mal runter draußen an die Liege liegen, ja? Ich sonne mich mal. Ja, Schatz. Irgendwann. Als Wisp sich umzieht in der Umkleidekabine, hat Juice ganze Zeit ein Auge auf sie und guckt ganz auf ihre Brust und ganze Zeit auf ihren Arsch. Und sie bemerkt es nicht. Da, da, da. Sexy Hintern. Hübsche Buse. Körper geil. Hast du was gesagt? Nein. Sexy Buse. Arsch. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Sag mal, warum stöhnst du? Keine Ahnung. Ich muss mit dir reden. Ja, und was? Es geht nicht mit uns zwei. Außerdem, ich habe schon Claude. Wir können doch nicht noch auch miteinander Sex haben. Doch, können wir. Komm her. Das geht aber nicht. Komm schon. Oh, na gut.
Okay, ich komme. Deuce, ich dachte, wir sind zusammen. Ah, diese Schlampe kriegt noch was zurück. Deuce gehört mir. Mir, ganz allein. Ich bin die Herzogin. Ich bin die Tochter von einem Mumienmann. Und ich bin eine Ägyptenfrau. Oh Mann. Oh mein Gott, so schnell. Ich kann nicht mehr. Ja. Jetzt geh aus meinem Bett raus. Ich will auch neben dir. Ah, Tius, du bist ja wieder da. Yay. Oh, meine Güte. Wow, der Sex war unglaublich. Eine Stunde später, dass Claude jetzt wieder kam mit einer Bekannte. Ey, Quatsch. So. Guck mal, was ich hier gefunden habe. Lass mich jetzt runter. Lass mich. Hallo. Was machst du denn hier, Torelei? Ich hab einfach mal, wollte ich mal auf ein Schiff. Sie darf ruhig, oder? Ja. So. Aber wo soll ich schlafen? Auf dem Boden. Okay. Das ist mein Bett. Yay. Wie siehst du denn aus? Ich muss mit dir mein kleines Mädchen reden. Deuce und ich, wir haben gerade eben Sex gehabt. Deuce! Oh nein, ich krieg wieder auf die Nase. Ah! Aua, aua, aua! Ich hab mich aus dem Bett geschmissen! Ich wollte das nicht, dass ich dich hier auf ein Bett schmeiße. Ja, dann pass mal auf. Oh, meine Güte. Ich war gerade am Schlafen. Ja, ich kriege dich noch. Du blöde Pimmel. Kannst jetzt da schlafen. Nee, ich muss. Okay, schlaf das mal. Oh, wow, das war mein Nase. Oh nein, Tschüss. Geht's dir gut? Geht's dir gut, Tschüss. Ja, mir geht's gut. Sei leise, ich stell mich tot. Hat er noch was gesagt? Nein. Gut, ich geh mal ins Bett. Ins Poolbett. Oh Mann. Männer, ey. So, damit danke ich euch, dass ihr noch dran geblieben seid. Und ja, ich wollte nur jetzt Tschüss sagen, weil die Folge ist jetzt zu Ende. Jetzt kommt im Abschluss noch ein Lied und dann kommt noch ein Text und dann könnt ihr den Fernseher abschalten. Danke, tschüss. With the stars in the sky.